Hallo und herzlich willkommen zur Lesesendung am 12. August 2011. Ja, also, wie Sie gerade bemerkt haben, ich habe gerade einen Joghurt gegessen. Und deswegen, weil heute behandle ich in meiner Sendung zwei Themen aus der Biologie. Und zwar ist durchaus in der konkreten Poesie. Ja, und zwar, da lese ich etwas über die Gesundheitslehre vor, die Sie auch in Biologieunterricht lernen, ja. Also 7. Klasse, ich weiß nicht, wo man Ernährungslehre lernt, ja. Oder schon in der 5. Klasse, ja. Hauptsache, das ist, also Ernährungslehre, das gehört auch zum Stoff der Biologie im Unterricht, ja. Und da lese ich eben auch in meinem Gedicht Frühstück und Dessert zugleich. Und da habe ich halt das Wort Joghurt einfach variiert. Und dann habe ich noch eben die noch die Etüde auf Kreuz auch geschrieben. Und deswegen, weil das hat auch was mit der Biologie zu tun, weil es ist, hat einen Zusammenhang mit meinen letzten Nachhilfestunden, habe ich eben mich über Biologie eben abprüfen lassen. Und in der 8. Klasse Gymnasium lernt man auch etwas über Gregor Mendel im Biologieunterricht. Und der kommt hauptsächlich in der Genetik vor, ja. Und zum Beispiel für alle Leute, die nicht den Mendel verstehen, ja, dass die Mendelschen Gesetze laufen so: Kreuzt man eine gelbe Erbse mit einer grünen Erbse, so entstehen in der Tochtergeneration nur vier gelbe Erbsen. Nur gelbe Erbsen. In der darauf folgenden Generation, in der Enkelgeneration, wandelt es sich eben schon wieder zu grün. Wenn eine gelbe Erbse mit einer gelben Erbse kreuzt, kommt in der Enkelgeneration nur noch nur drei gelbe Erbsen und eine grüne Erbse vor. Aber weil ich eben nicht kreuzt man die Erbsen, sondern kreuzigt man die Erbsen gesagt habe, habe ich eben gedacht, ich werde eben dieses Wort Kreuz variieren. Gut. Aber zuerst werde ich eben mal das Joghurt-Gedicht vorlesen, also das Frühstück und Dessert zugleich. Joghurt. Joghurt. Jaurt. Jaurt. Joghurt. 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 Na, Joghurt, der hat dann besser gesagt. Joghurt. 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 Jomut. Joel. Johel. What the hell? Jaurt. 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 Jahut, Jahurtig, Jakurt, Jakult, Jakurt, Jagurt, Jagut, Jaurt, Jaun. Also, ja, das ist eben das Gedicht vom mit dem Joghurt halt. Und jetzt noch die Etüde auf Kreuz. Kreuz. Kreuze. Kreuzer. Kreuzen. Kreuzend. Kreuzigen. Kreuzzug. Kreuzung. Kreuzigung. Kreuzt. Kreuzt. Kreizt. Kreuzt. Kreuzt. Grotzt. Glotzt. Grotzt. Krotzt. Kotzt. Kotz, Ott, Ott, Gott, oh Gott. Also, warum ich auch manchmal so
Also zu diesem einen Gedicht Frühstück ist ja zugleich noch dazu. Joghurt mit J geschrieben. Oder J, wie auch immer es nennen mögt. Joghurt. Joghurt mit J geschrieben. Das ist das deutsche Schreibweise. Joghurt, also mit Y geschrieben, ist Englisch. Und die Franzosen sagen Jaurt. Oder Jaur, oder ich weiß nicht, ob man das T hört oder nicht, ja. Aber wenn es zum Beispiel, aber man könnte eben vielleicht locker in meinen Sketch einbauen, wo ein Franzose sagt, Est-ce que tu veux un Jaurt? Also auf Französisch gesagt, willst du ein Joghurt haben? Est-ce que tu veux un Jaurt? Ja und? Also als an. Als Antwort kann man dann, oder als Gegenfrage kann man auch stellen, ja und, also, ja und, ja und, also, ja und auch eine Einzelne habe ich geschrieben, ja, Y, A und Hurt, also, ja, danach eben, ja, hurtig, also, ja, Hurt, also quasi hurtig ist im Altwienerisch für, oder Altösterreichisch für schnell. Yakult, das kennt ihr auch sicher, das ist eben so ein komisches Getränk, das man sich auch eben im Supermarkt kaufen kann. Ja, und Yogurt habe ich auch geschrieben. Es gibt auch hier wieder so eine englische Spezialität, das Lemon Curd. Und da habe ich mir gedacht, ich schneide halt das Lemon weg und schreibe nur Yogurt hin. Und Joghurt, also Gurt, Guad, das ist gut und das ist auf Wienerisch. Das Wienerisch für gut, ja. Und ja, dabei bedanke ich mich noch fürs Zusehen. Wir sind schon am Ende der Sendung und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann, auf Wiedersehen.